Hallo und willkommen auf der Spieleflut. Ich bin der Zwiebelpeter und wir spielen heute zusammen Abyss, die Geister von Eden oder Eden, wie auch immer. Ein Spiel von Artifex Mundi, die, soweit ich weiß, sich ein bisschen auf Wimmelbildspiele spezialisiert haben. Deswegen ist es natürlich jetzt auch ein Wimmelbildspiel, was wir zusammen angehen möchten. Und wir fangen einfach mal an. Wir sind natürlich der Zwiebelpeter. Ich gucke nochmal in die Optionen rein. Achso, übrigens, bei diesem Spiel ist es so, es gibt hier noch einen Haufen Extras, Hintergrundbilder, die man sich dann angucken kann, in sämtlichen Auflösungen speichern kann. Sehen ganz nett aus, sind so eine handgemalten Dinger hier. Was ich ein bisschen seltsam finde, sämtliche Cutscenes kann man sich jetzt schon anschauen. Ja? Also auch Bereiche, die wir noch gar nicht haben, logisch, weil wir haben ja noch nicht mal angefangen mit dem Spiel, kann man sich jetzt schon angucken, vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt. Man kann übrigens auch sämtliche Wimmelbilder bereits jetzt schon spielen, die es dort im Spiel zu entdecken gibt. Das Einzige, was noch nicht zugänglich ist, ist hier dieser, hinter dem güldenen Baum verbirgt sich ein Bonusabenteuer. Dazu müssten wir erst die Geschichte beenden. Da kommen wir also später noch mit dazu. Aber fangen wir doch erst einmal an. Mehr Info? Achso, Leistung? Achso, es gibt ja auch wieder Achievements, die man halt machen kann, aber das wird sicherlich uns im Laufe des Spiels ja auch dann noch mitgeteilt werden. Wir fangen mal an, wie gesagt, wir spielen und schauen mal, was uns dort erwarten wird. Achso, Schwierigkeit, ich würde sagen, wir machen fortgeschritten, Tipp und Überspringen laden mäßig schnell nach, aktive Zonen werden nicht angezeigt, Wimmelbildbereiche glitzern, milde Strafe für falsche Klicks bei Wimmelbildszenen, Schauplätze mit verfügbaren Aktionen werden auf der Karte angezeigt. Na, das klingt doch schon mal nicht schlecht, dann schauen wir mal. Fischi, 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 fischi. Oh. Weather like this is life-threatening to divers, the Coast Guard warned me. They were right, of course. But I couldn't leave Robert beneath the ocean's battering waves. They'd already spent several days looking for him without so much as a trace. They say his survival is highly unlikely. But I can't believe that. I won't believe that. I know he's alive. And he needs me. Wherever he is. Der Kapuzen-August ist schon wieder da. Benötigst du eine kleine Einführung? Na, die nehmen wir doch gerne mal mit. Ist auch irgendwie, finde ich, immer recht witzig, dass diese ganzen Wimmelbilder immer total spooky und mysteriös und komische Wesen und so. Ist wahrscheinlich so ein, gehört wahrscheinlich zu der Sparte mit dazu. Der Zeiger wird zu einer Lupe, wenn du dir einen Bereich näher ansehen kannst. Klicke auf die Kamera, um sie dir näher anzusehen. Ach hier, hinter der irgendwas. Der Zeiger wird eine Hand, wenn du ein Objekt aufnehmen kannst. Klicke auf den Dreistift-Token. Aha, klick. Der Zeiger wird eine Hand, wenn du mit Dingen interagieren kannst. Klicke auf den An-Ausschalter der Kamera, um sie anzuschalten. On-Off, soll ich da mal drauf drücken? Ui. Super. Das Boot heißt übrigens Seestern. Sehr hübscher Bootsname. Ein Hai. Aha, kaputt. Achso, wir können hier noch draufklicken. Ah, Robert war immer ein Abenteurer, der die Gefahr gesucht hat. Was haben wir hier noch? Oh, Robert, wo bist du? Mein Herz schmerzt und verlangt nach dir. Was haben wir hier? Das habe ich auch gesehen. Gut. Aha. Das Bild wurde genau hier aufgenommen. Das ist dasselbe Wrack. Sehr schön, sehr schön. Oh, hier ist der, hier, Kapuzen-August. Was ist das? Hat er hier anscheinend besser fokussiert? Diese glühenden Augen. Wohin rennt es? Hat Robert seine Kamera bei der Verfolgung verloren? Rennen unter Wasser ist auch richtig gut. Okay, dann machen wir mal. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö, dann machen wir mal zu.
Wimmelbildszenen werden durch Glitzern angezeigt. Klicke auf den glitzernden Bereich, um die Szene zu aktivieren. Bup, dann wimmeln wir uns das zum ersten Mal. Finde alle Objekte der Liste unten. Objekte in Blau benötigen weitere Aktionen. Klicke auf das angezeigte Objekt. Also hier dieses mit dem Vierkant. Was war das? Ein Stahlzylinder. Klicke auf die Tipptaste, wenn du nicht mehr weiter weißt. Die Taste muss erst wieder nachladen, bevor du sie erneut benutzen kannst. Weiter mit Klick. Das sparen wir, mein Gott. Statt nach verborgenen Objekten zu suchen, kannst du auch Domino spielen. Hier klicken, um Domino zu spielen. Aha. Benutze Dominosteine, um einen Weg zu den Baumsymbolen zu bauen. Weiter mit Klick. Ziehe einen Dominostein von unten auf das Brett zu einem Stein, der zumindest ein gleiches Symbol besitzt. Okay, also hier, Seepferdchen an Seepferdchen. Beachte bitte, dass nur Steine mit gleicher Symbolhälfte aneinandergefügt werden können. Ja, Domino halt, ne? Der Stein kann beliebig viele Steine berühren, solange sie eine gleiche Symbolhälfte besitzen. Steine mit leeren Hälften sind die einzige Ausnahme. Sie ersetzen jedes Symbol und stehen sogar gleichzeitig für verschiedene Symbole. Drehe die Steine unter dem Brett, indem du sie anklickst. Ah ja. Ziehe an der Kette links, wenn du unten am Brett drei neue Dominosteine erhalten möchtest. Das ist ja hier wie Klospülung. Okay. Verlasse das Dominospiel und kehre zur Wimmelbildszene zurück, indem du unten auf die Dominosteine klickst. Okay, ist das jetzt eine Alternative, wenn ich hier keinen Bock zum Wimmeln habe? Anscheinend schon, ne? Na gut, dann fangen wir mal an. Hier, Seepferdchen, Mantarochen. Der Mantarochen schwimmt da hinten rum. Der Clownfisch. Der versteckt sich bestimmt hier in irgendeiner Anemone. Ah, was haben wir denn noch? Eine Qualle ist hier. Eine Perle, die ist versteckt hier. Ich muss es aufkriegen, wenn ich das Geheimnis lösen will. Vielleicht mit dem Schraubenzieher können wir hier die... Nee, aber vielleicht kann er hier was schrauben. Auch nicht. Schnecke, Dreizack, Garnele. Eine Garnele ist hier. Ach hier, guck mal, hier haben wir so ein Rad gekriegt, so ein Knauf. Da können wir den bestimmt hier ran machen. Und dann kriegen wir hier die Blasen. Genau. Was, die Garnele haben wir immer noch nicht? Ach hier. Okay. Einen Dreizack. Zack, zack, ein Dreizack. Ein Seepferdchen. Eine Qualle und ein Blitz. Der Blitz, wo ist denn hier der Blitz? Hier ist das Seepferdchen. Ist das vielleicht... Könnte das Roberts Leuchtstab sein? Das wissen wir nicht. Ich muss es aufkriegen, wenn ich das Geheimnis lösen will. Achso, sie redet jetzt immer noch von der... Dann nehmen wir doch mal das Messer. Wupp, und jetzt haben wir hier nämlich eine wunderschöne Perle. Hier ist die Schnecke. So, dann haben wir noch den... Was ist hier? Die Gesichtsmaske ist festgeschraubt. Naja, dann können wir doch hier den Schraubenzieher nehmen. Kriech, kriech, kriech. Jetzt machen wir die mal auf. Und da ist der Clownfisch. Hallo Nemo. Schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen. Gut, das war Nori, aber trotzdem. Der Dreizack und der Blitz. Hm, hier ist der Blitz. Flash. Ah. So, jetzt fehlt nur noch dieser blöde Dreizack. Ach, hier oben. So. Tada. Schütze, beende eine Wimmelbildszene mit weniger als 5 Fehlklicks. Hatten wir überhaupt einen Fehlklick? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ein neues Objekt gefunden, und zwar einen Wrackschlüssel. Sehr interessant. Sehr interessant. Hier gehen wir mal zu der flackernden Leuchte. Oh mein Gott. Was war das? Was war das? Ist da jemand alive inside? Ja, das werden wir rausfinden. Hier hängt noch... Oh, von der... Seestern, das scheint aber ein anderes Schiff zu sein, weil unseres hieß ja Seestern. Roberts Leuchtstab. Er hat mir damit immer eine Spur beim Tauchen hinterlassen. Ja, Robert und sein Leuchtstab, das ist jetzt schon irgendwie episch. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ein Schlüsselgriff, kann man das kombinieren? Nee, kombinieren geht nicht.
Sag mal hier, wohin ist sie gegangen? Oder war das eine Halluzination? Ja, das kann schon sein. Gut, dann war das Tier. Du hast eine wichtige Notiz gemacht, die dir bei deinem Abenteuer hilft. Auf das Tagebuch klicken, um die Notiz zu lesen. Bup. Ziele? Achso. Was? Ziele werden abgehakt, wenn du sie erreicht hast. Das Schiffswrack. Dort drin nach Überlebenden suchen. Wo ist Robert? Ach ja, ist übrigens mein Verlobter, steht hier. Finde deinen Verlobten. Oh, so, er heißt ja gar nicht Robert, er ist der Robert Marceau. Ist er ein kleiner Franzose? Der in diesem Gebiet vor einigen Wochen verschwunden ist. Beim Tauchen ist er verloren gegangen. Gut, Notizen. Ich habe ein komisches und unbekanntes Wrack auf dem Meeresboden gefunden. Ich glaube, ich habe ein Mädchen darin gesehen. Aber vielleicht hat mich der Wasserdruck nur verwirrt. Na sicher. Das ist alles möglich. So, machen wir mal zu hier, den Almanach. Was haben wir denn hier noch? Oh, hahaha. Kastagnettenkrebs ist unterwegs. Hier. Knicknack, knicknack. Was haben wir hier noch? Hier war doch irgendwie was zum Angucken, oder? Nee. Überall blubbert es. Huch, ich habe Fischchen verscheucht. Wie niedlich. Um Gottes Willen. Okay, was ist das? Ich frage mich, wohin es führt. Ja, nu. Es ist wirklich tief. Ich kann den Boden nicht sehen. Gut, na ist egal. Wir gehen jetzt mal zur Tür. Nutze Inventarobjekte, um Hindernisse zu beseitigen. Klicke auf den Wrackschlüssel, um ihn aufzunehmen und in das Türschloss zu stecken. Ja. Wrackschlüssel. Schwupp. Damit der Schlüssel funktioniert, benötigst du jetzt noch eine Klinke. Weiter mit Klick. Dann zum Glück haben wir den Schlüsselgriff. Passt ja wie Arsch auf Eimer. Dann drehen wir mal. Hervorragend. Der Zeiger wird zu einem Pfeil, wenn du den Schauplatz ändern kannst. Ja. Hinein. In das zerstörte U-Boot. Okay, hier ist alles voller Wasser. Hier haben wir einen Hebel, da ziehen wir mal dran. Ah. So, jetzt haben wir erstmal hier den Kahn geflutet. Also sprich, Wasser, also Druck erhöht. Was haben wir jetzt hier? Achso, nee, lass mal. Ja. Ja, wir werden dann gleich rausgespült. Macht auch Sinn. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Ein Plakat hängen. Eden feiert sein 10. Jubiläum. Trotz allseitigen Unglaubens scheint unser Projekt fraglos ein Erfolg zu sein. Unsere neue, gerechte und erleuchtete Gesellschaft ist beispielhaft für alle Nationen. Ach du, was ist das denn hier für ein Propagandablatt? Was haben wir hier? Ein Drahtschneider? Okay, ach, zum Riff ist das. Gut, gut, gut. Was ist das hier? Da ist etwas unter dem Gitter. Na, zum Glück haben wir einen Drahtschneider. Knips, knips, knips. So, was das? Eine Schalttafel, sehr interessant. So, ist hier noch irgendwas? Außer hier dieses Gerät? Nee, der Gerät. Mhm. Sieht nach einem Dreistift-Einschub aus. Na, ein Glück haben wir hier diesen Dreistift-Schalter. Mhm. So, drehen. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich... Aha. Die richtige Reihenfolge rausfinden. Babing. Ach herrje. Jetzt ist wieder Puzzeln anscheinend angesetzt. Die Stromschalltafel fehlt. Na, zum Glück haben wir hier eine gefunden. Wenn du bei einem Rätsel nicht weiter weißt, kannst du es überspringen, indem du auf die Taste Überspringen klickst. Du wirst aber ein wenig warten müssen, bis sie nachgeladen und wieder verfügbar ist. Weiter mit Klick. Ich muss jetzt übrigens leider mal wirklich die Musik ein bisschen... Achso, wir machen mal den Ton lauter und die Musik ein bisschen leiser, weil die sägt mir irgendwie ganz schön in den Kopf. So. Dürfte ja trotzdem noch reichen. So, achso, die ist sehr präzise einzustellen. Vielen Dank. So, weiter. Haben wir jetzt die Tafel hier schon raufgezogen? Arrangiere die Plattenstücke, sodass durch alle Kabel Strom läuft. Gut. Ha, ha, ha. Na, Hammer. Beende Minispiele in weniger als einer Minute. Das war jetzt auch richtig schwer. Die Tür geht auf. Wir gucken mal, was im Kontrollraum ist. Yes, extremely unstable. Und er sitzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger da. Oh mein Gott! Er ist mindestens genauso erstaunt wie wir. Gut, dann
Streicheln wir ihn mal? Nein, wir können ihm bloß den Schlüssel abnehmen. Konsolenschlüssel. Oh, guck mal, der Kapuzen-August ist da. What is that thing? It looks more human than sea creature, but those eyes. Those eyes are scaring the crap out of me. Okay, ja. Es gibt übrigens wirklich immer irgendwelche komischen Viecher mit Leuchteaugen oder sonst irgendwas in den Spielen. Ist irgendwie schon ziemlich interessant. Gut, wir gucken mal hier Konsole. Was ist das für eine? Ah, hier ist Schlüssel. Den können wir da reinstecken. So, dann reißen wir an den Hobel. Aha, Funk geht immer noch. Nachricht. Robert Marceau. I'm trapped inside some underwater facility. Oh Gott. Can anybody hear me? I repeat, this is Robert Marceau. What's going on? Oh no. So, und ab geht's. Aha, deswegen Abyss. Also die Tiefe. Rums. Aha. Where am I? What is this place? Na, das sieht mir doch mal sehr nach einer Kontrollstation von einem U-Boot aus. Also hat sich nicht viel verändert. So, jetzt gibt's hier ein paar Blitze. Und er sitzt immer noch auf seinem Stuhl. Was haben wir hier? Das sieht wie eine Unterwasseranlage aus. Könnte Robert hier sein? Naja, er hat ja gesagt, er ist in einer Unterwasserstation gefangen. Können wir hier was machen? Gott sei Dank nicht Robert. Aber wer ist, war das? Ja, das weiß ich leider auch nicht, Mäuschen. Hier scheint jetzt nicht mehr wirklich viel zu sein. Wir gehen mal zur Vorkammer. Aha, hier ist jetzt was offen. Guck mal. Oh, da hängt was. Ich kann den Hammer nicht fassen. Heißer Dampf. Haben wir noch was im Inventar? Nö. Aber wir haben hier dieses Dampfrohr. Das Rohr muss beim Absturz heruntergefallen sein. Vielleicht kann ich den Dampf umleiten. Na, du könntest ja mal hier Wasser anmachen. Ach so. Nee, das bringt nichts. Ach, hier, guck mal, da fällt was. Klonk. Was haben wir denn da? Ja, spektakulär. Nochmal. Ja, nochmal. Babing. Was ist denn? Ein Meißel? Ein spitzer Stab. Aha, was ist das hier? Ah, hier können wir kurbeln. Machen wir doch mal. Ah, da können wir hier das Rohr neigen. Fällt mir gerade ein, die Szene bei Otto. Das Rohr neigt zum Biegen. Die glorreichen Sieben. Wir essen um sieben. Ach, guck an, ein Wagenheber. Eine Stahlstrebe? Komische Strebe. Oh mein Gott! Kapuzen-August ist da. Aber er kann elegant schwimmen und ist irgendwie 8 Meter lang, so wie er aussieht. What does it want from me? Why does it want to scare me away? Ja, weiß ich nicht. Er macht ja eigentlich momentan nichts, außer komisch zu gucken. Gucken wir mal hier nochmal. Oh, guck mal, hier steht schon Eden. Wir schauen mal hier. Was ist das für ein Ort? Wieso wusste ich nichts von dieser Unterwasserstadt? Ja, da wusste anscheinend keiner was davon. Aber das ist eigentlich jetzt schon mal ein ganz guter Zeitpunkt, um jetzt hier mal ein kleines Päuschen zu machen, meine Lieben. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Abyss, das Geheimnis von Eden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und zuschaut. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.